Was geht ab, hier ist Simon Dessy und nicht dein Ernst. Zwei Videos an zwei Tagen? Oh mein Gott. Was ist bloß bei Simon los? Leute, ey, darauf erstmal ein Dextro Energy. Und ich wollte euch unbedingt was zeigen. Das hier ist kein Apfelsaft. Mein Experiment erkläre ich euch ein andermal. Auf jeden Fall ist es kein Apfelsaft. Aber egal, weshalb mache ich das Video? Und zwar habe ich eine Umfrage gesehen, welcher YouTuber passt zu mir. Und ich dachte mir halt, okay, der Simon, der braucht erstmal eine Freundin irgendwann, wird ja mal Zeit, wird ja alt. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal diese Umfrage mit und guck mal, welcher YouTuber zu mir passt. Und das wäre dann so in diesem Fall meine Freundin. Um das nicht so langweilig zu halten, weil ich nur Fragen beantworten muss, werde ich euch... Diese Dextro Energy Scheiße hängt da genau mein Rachen, Alter. Hier auch runterfallen oder? Hä? Hey! Hey! Ah! Ah! Okay, kann ich. Um das nicht zu langweilig zu halten, werde ich nach jeder Frage einen Flachwitz vorlesen. Also würde ich mal sagen, auf geht's. Frage Nummer 1. Was sind deine Lieblingsvideos auf YouTube? Beauty-Videos, Fucks und verschiedene humorvolle Unterhaltungsvideos, Let's Plays, Vlogs und Follow Me Arounds, Let's Plays und verrückte Fakten. Richtig nice natürlich von mir. Meine Speicherkarte war voll, deswegen musste ich das komplette Ding hier unten nochmal abschrauben. Aber dafür hatte ich Zeit, meinen Dextro Energy zu essen. So, wollen wir weitermachen? Also, die Frage war, was sind deine Lieblingsvideos auf YouTube? Ganz klar Beauty-Videos, auf jeden Fall. Welches Kleidungsstil magst du bei Jungs einmal? Bei Jungs. So, meine Freunde, jetzt habe ich natürlich das Richtige rausgefunden. Und zwar, welche YouTuberin passt zu mir? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer denkt, welcher YouTuber passt zu mir. Aber jetzt kommt es dazu, was ich eigentlich wollte. Welche YouTuberin passt zu mir? Was schaust du auf YouTube am liebsten? Let's Plays, Vlogs, Beauty, ganz klar Vlogs und Beauty-Videos. Das ist doch genau meins. Und jetzt der Flachwitz. Was ist das Weichste in Vogelkacke? Auch Vogelkacke. Oh Gott, Digga, oh Scheiße. Frage 2. Was ist dir bei einer Frau wichtig? Dass sie gechillt und witzig ist, dass sie ein Nerd ist, wie ich es bin, ihr Aussehen. Bin ich euch ehrlich, dass sie gechillt und witzig ist, ganz klar. Flachwitz Nummer 2. Was hat 4 Beine und kann fliegen? 2 Vögel. Ja, toll. 2 Vögel, ja. Wow! Welche YouTuber schaust du gern? Julienko, Herr Tutorial, die Außenseiter. Ich muss da natürlich richtig sagen, was ich gerne mag. Und zwar mag ich eher diesen Homo-Bereich. Deswegen würde ich sagen, Julienko, Herr Tutorial und die Außenseiter. Klicke mal darauf. Und jetzt kommt der nächste Flachwitz. Der Prinz total angepisst. Rapunzel ließ ihren Hahn herunter. Das ist FSK 18 jetzt, ne? Hahn. Ich weiß nicht, ob... Oder ich habe es nicht verstanden. So, nicht, ich lasse es lieber. Nicht, dass ich den Witz nicht verstanden habe. Tschüss. Welche Haarfarbe gefällt dir bei Mädchen? Ich schwärme für blonde Girls. Schwarz ist sehr schön. Ist mir eigentlich egal. Solange es eine Frau ist, ist mir egal. Ist mir egal, egal. Kommt ein Mann zum Fleischer. Sagt der Metzger, ich hätte gern einen Stierhoden. Der erwidert, ich auch. Wie viel Zeit verbringst du am Tag? Im Internet? Naja, schon etwas. 1 bis 5. Schon etwas sagst du 1 bis 5 Stunden? Okay. Ganz wenig. 0,5 bis 2, ganz viel 5 bis 8. Ich sag mal, naja, schon etwas. 1 bis 5 Stunden. Warum summen Bienen? Weil sie den Text nicht kennen. Tschüss. Wie groß sollte deine Traumfrau sein? Mir würde es nichts machen, wenn sie größer wäre als ich. Finde ich eigentlich alles egal. Frauen können groß, mittel, klein sein. Hauptsache, sie finden mich cool. Ich würde mal so sagen, mir würde es nichts machen, wenn sie größer als ich wäre. Ne? Sagen wir es mal so. Was macht ein unentschlossenes Schaf? Wenn du in deinem ganzen Leben nur noch einen YouTuber schauen dürftest, wer wäre das? Ich, ey, Twin TV. Boah, geil, ey. Fliegen 2 Luftballons durch die Wüste. Sagt der eine zum anderen, pass auf,
Da ist ein Peng. Pass auf, da ist ein Peng. Wow. Welches dieser weiblichen Superhelden magst du am liebsten? Batgirl, Supergirl, Captain Marvel. Supergirl, klar. Klingelt man beim Metzger, dann sollte man nicht... Klingelt man beim Metzger, dann sollte man sich nicht wundern, dass kein Schwein aufmacht. Oh Gott, Digga. Wenn du ein YouTuber wärst, was würdest du machen? Nee, ich hätte keine festen Formate. Let's Plays und Commentaries. Ganz viele Vlogs. Ja, natürlich ganz viele Vlogs, weil ich ja kein YouTuber bin und... ihr wisst ja, ich liebe Vlogs. Ich mache jeden Tag Vlogs, also jeden Tag dreimal. Ihr kennt mich ja. Ist ja mein Lifestyle, ne? Was sagt ein Bauer, der seinen Traktor sucht? Wo ist mein Traktor? Oh Gott, Digga. Was sagt ein Bauer, der seinen Traktor sucht? Wo ist mein Traktor? Ja, ja klar. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht eigentlich. Also cool. Letzte Frage. Was hältst du von YouTube Deutschland? Boah, ich liebe es, wie es ist. Nicht viel. Ist mir egal. Ist mir eigentlich egal. Ist mir egal. Egal. Wollen wir mal gucken, wer meine YouTuber-Freundin wird. YouTube passt du dir zu, 60% sind sie. Du passt eindeutig zur lieben Dagi Bee. Ob du es glaubst oder nicht, ihr passt besser als Lion T und sie zusammen. Ich hoffe, ihr werdet zusammen glücklich. Also, wollt ihr mal sagen, dass Dagi und ich hier zusammenpassen? Nach diesen Fragen? Dagi und ich? Ja. Nein. Wir sind doch ein Freund, Mann. Hör doch auf. Hört auf, mich zu pushen jetzt, ey. Soll ich dir anrufen? Nein, hört auf. Nein, Leute. Das war's jetzt mit dem Video. Ihr wisst jetzt, welche YouTuberin zu mir passt. Wer meine Freundin sein könnte, es natürlich nicht geht. YMG, ihr da draußen seid die Geilsten. Hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Vielleicht auch schon die Tage. Peace up, A-Town, see you. Boy!